herzlich willkommen zu Star Stable Part 2. Wir haben vor einem Jahr ungefähr das Ganze schon mal angezockt. Da hatte ich ein Pferd, das hieß Candy Cake. Heute geht's weiter. Wir erstellen uns einen neuen Charakter und ein neues Pferd. Das Ganze handelt sich hierbei um eine bezahlte Kooperation mit Star Stable. Die haben mich wieder angeschrieben. Wir haben uns gedacht, mega cool, machen wir unbedingt. Wir haben heute auch einen kleinen Stargast mit dabei. Bleibt also unbedingt dran. Wir erstellen uns jetzt erstmal unseren Charakter. Das können wir ganz einfach auf der Online-Seite von Star Stable machen. Wenn ihr einen Computer habt, einfach online reingehen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Da einmal raufklicken, da könnt ihr euren Charakter erstellen, euer Pferd erstellen, euch registrieren und wenn ihr euch registriert habt, dann installiert ihr euch das Ganze einfach und dann geht es auch schon los. Star Stable ist ein Multiplayer-Online-Spiel, wo ihr mit euren Freunden spielen könnt. Im Prinzip seid ihr da in so einer riesengroßen, gigantischen, mega schönen, mystischen Welt. Die Insel heißt Jorvik und da könnt ihr quasi die ganze Zeit rumreisen, Quests erledigen, Abenteuer machen, mit euren Pferden Rennen spielen und mit euren Freunden zusammen total coole Abenteuer erleben und euch mega hübsch anziehen. Wenn ihr das Spiel runtergeladen habt, dann könnt ihr einfach auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Da kriegt ihr nämlich 10 Tage gratis Star Rider Zeit. Und jetzt geht's los mit Star Stable. Oh mein Gott, das Pferd ist rosa. Ist es rosa? Es ist rosa. Was? Nein. Hä, das ist ja voll süß, was sie hier hat. Nee, es ist nicht ganz rosa. Es ist eigentlich weiß mit so orangen Flecken, aber es sah fast rosa aus. Ronja, wo bist du? Ich bin da. Ronja, Ronja ist nämlich mit dabei, Leute. Die spielt hier heute mit. Ich bin ganz sicher nicht in diesem Busch hier neben dir. In dem Was machst du denn im Busch drin? Versteck mich. Alles klar. Hey, das war eine richtig gute Tarnung. Außer, dass man deinen Namen hat rausgucken sehen. Aber ansonsten war das mega nice. Leute, wir sind hier jetzt in... Wo sind wir? Was ist das für eine Stadt hier? Wir sind in Fort Pinta, ne? Ganz genau. Ronja und ich haben uns schon mal ein bisschen angezogen. Also ich habe hier so ein Kleidchen an und so einen coolen Cowboy-Hut. Ich habe so ein bisschen Cowboy-Western-Style so. Und Ronja sieht schick aus. Ja, doch, das sieht voll gut aus. Und wir haben sogar Pferde, die können wir gleich abholen. Die sind nämlich im Stall. Aber vorher wollte ich mit euch nochmal gucken, was es hier alles so Interessantes gibt. Wir können uns nämlich hier, was ich noch machen wollte, da freue ich mich schon drauf, einen neuen Hairstyle machen. Yes! Man kann seinen Charakter nämlich noch bearbeiten, wenn man ihn hat. Oh, man kann sich Make-up machen. Oh, so ein Das braucht mein Charakter. Das braucht er dringend. Ich glaube, ich ihm das. Bezahle mit Starcoins. Jetzt ausstatten, alles klar. Guck mal, du kannst sogar Farben sortieren. Ach, interessant, cool. Wir haben nämlich, ich habe mir Starcoins geholt, sodass wir hier ein bisschen was machen können. Und eine neue Frisur können wir auch machen. Willst du deine Frisur auch ändern? Ich ändere meine Frisur auch. Warte, ich will nicht die gleiche nehmen wie du. Welche nimmst du? Ich glaube, ich nehme die mit den... Warte mal, ich kann... Oh, das ist ja voll süß. Mit den Schleifen vielleicht. Den Schleifen? Okay, ja. Dann nehme ich ganz normale Wellen, glaube ich. Ich zahle mal mit Starcoins und jetzt ausstatten. Mega, mega süß. Okay. Okay, und Ausgang. Wollen wir mal schauen? Ja gut, okay. Ich habe jetzt einen Hut auf, ne? Von daher kann man da nicht so viel erkennen. Ich habe jetzt meine Haare einfach zur Seite gemacht. Vorher waren sie nach unten, jetzt sind sie zur Seite. Jetzt sind sie zur Seite. Sieht aber cool aus. Ich versuche jetzt nochmal den Hut wegzumachen, sodass ich... Warte, wo kann ich das machen? C wahrscheinlich, schön, ne? Dass du einfach den Hut auf hast statt einem Reiterhelm. Sicherheit geht vor, ha? Ja, hallo, jetzt habe ich gar nichts mehr auf, denn ich habe jetzt eine Schleife in den Haaren. Oh, das sieht aber süß aus. Lass mal zu unseren Pferden schauen, okay? Wir wollen mal gucken, was unsere Pferde so machen. Ich finde auch, die Schleife passt farblich, weil ich habe ja auch rosa Hosen an. Ja, mega cool. Fort Pinta ist das Ganze hier. Hier kann man richtig coole Sachen kaufen. Vor allem kann man hier Pferde kaufen, ganz viele. Oh, das heißt, wir können jetzt gleich nochmal schauen, was wir hier mitnehmen wollen an kleinen Pferden. Was wir hier mitnehmen wollen. 15 Pferde, 3 Kühe. Genau. 25 Katzen, 81 Affen. Hallöchen. 15 Hühner. Oh, das ist mein Pferd. Leute, ich stelle euch Lady Lily vor. Das ist Lady Lily. Mein Name ist übrigens Lina Disco Man, ja. Das ist mein Indian-Name hier gerade. Ich habe Star Stable schon mal gespielt. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Und ihr könnt euch das gerne mal anschauen. Da waren wir nämlich am Anfang in Moorland und haben da die ganzen Quests zu gemacht. Ich dachte mir, heute starten wir hier lieber in Fort Pinta und können hier schon ein paar coole Sachen machen. Ronja ist ja auch mit dabei. Die hat hier alles schon mitgespielt. Zeig mal dein Pferd. Mein Pferd ist wunderschön. Ich meine, hast du es mal gesehen? Es ist blau-rot angezogen. Näher. Ja. Okay, ich habe ein blau-rotes Outfit. Und wie du hier an der Seite siehst, du hast nur eine Möwe. Ja? Unglaublich. Aber ich habe hier eine Katze. Wie, du hast eine Katze? Ich habe hier eine Katze. Die hängt hier bei mir. Möwe. Warte, ich drehe mich mal zu dir, sodass du es sehen kannst. Nein, da hängt so eine Katze in der Seitentasche. Als ob, oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie zufrieden die Katze damit ist. Ich muss mal rausgucken. Ich check mal ab. Hey, das ist aber eine sehr kleine Tasche für eine sehr große Katze. Willst du mir ja sagen, ich mache Hi. Unartgerechte Tierhaltung? Ich würde fast schon sagen, das tust du.
aber okay. ich möchte dich nicht beleidigen, von daher lasse ich das lieber. Hi. Alles klar. Hi, Sophia Windhoek. Und Ronja Greyback natürlich. Alles klar. Ja. Ich würde sagen, Ronja, wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Und wollen wir noch ein anderes Pferd holen? Noch nicht, ne? Machen wir später oder sowas? Machen wir noch. Machen wir später, genau. Man kann nämlich auch... Mein Pferd ist übrigens unglücklich. Ich weiß nicht, warum Lady Lily ist auch unglücklich. Wir haben vorhin schon die ganze Zeit gerätselt. Izzy und ich haben ja schon ein bisschen gespielt vorher. Und richtig. Wir kriegen unsere Pferde nicht glücklich. Wir wissen nicht, absteigen? Warum. Ich kann nicht absteigen. Ich habe überlegt, vielleicht ist noch mal mehr zu füttern oder sowas. Vielleicht würde es gerne mal eine Karotte probieren oder so. Oh, vielleicht. Ja, vielleicht brauchst du ein paar Snacks oder sowas. Möglicherweise. So, wir steigen mal kurz ab und füttern unser Pferd. Willst du keine Karotte? Die will keine Karotte, Ronja. Mein Pferd isst keine Karotten, okay. Okay, dann magst du es wohl nicht. Vielleicht hat es auch einfach keinen Hunger. Willst du einen Apfel? Willst du eine Bürste? Willst du einen Hufkratzer? Nee, okay. Ich glaube, das geht nur an am Stall, oder? Ich sehe schon. Die Bürste und der Hufkratzer? Ist leider gerade nicht möglich. Dann soll es so sein. Und ich würde sagen, wir reiten einfach mal weiter mit unserem unzufriedenen und garstigen Pferd, was eigentlich gar keine Lust hat. Liebes Pferd, begleite uns doch heute auf ein Sommerabenteuerchen, Star Stable. Auch wenn du nicht willst, du musst mitkommen. Leider keine Wahl. Die Möwe auch. Die Möwe auch, genau. Die könnte ja wegfliegen. Die Möwe hat ja wenigstens noch eine Chance. Mein Pferd, da sitze ich drauf. Das kann ich so einfach wegreiten. Ich halte zu Boden. So, lass mal gucken, was wir hier Cooles machen können. Ob hier irgendwelche Leute rumstehen, die ein paar Aufgaben für uns haben oder sowas. Mhm. Und ich würde gerne mal ein Rennen reiten, weißt du? Kann man hier vielleicht... Oh ja, ein Rennen reiten wäre. Ich mache dich so kaputt in einem Rennen. Das kann ich dir sagen. Das Pony-Championat. Voller Stolz präsentiert die Jorvrik Pony-Gesellschaft das fantastische Pony-Championat. Natürlich lieben wir sämtliche Rassen, doch dieser Wettkampf ist ausschließlich für Ponys gedacht. Die Strecke und die Hindernisse wurden auch für die kurzen Beine der Ponys zugeschnitten und optimiert. Folgende Pony-Rassen können teilnehmen und da sind dann einige aufgezählt. Wollen wir das mal machen? Haben wir denn eine von den Rassen? Nein, wir haben ein richtiges Pferd. Aber dann müssen wir einen Pony kaufen vorher. Aber wir brauchen einen Pony, aber ich weiß sogar, wo es welche gibt. Hier steht sogar eins gerade. Aber es gibt in Fort Pinta einen Hafen und da verkaufen sie Ponys. Da müssen wir einmal hin. Ich kann das Schiff schon erkennen da hinten. Siehst du das? Dieses kleine... Da sind die Ponys drauf. Da sind die Ponys drauf, ganz genau. Wir müssen nur auf den Steg kommen und dann da einen Pony kaufen. Ich hoffe, du hast genug Geld dabei. Auch. Werden wir gleich sehen. Die sind nämlich nicht ganz billig, die Ponys. Aber, warte, wo sind sie? Ach da, jetzt erscheinen sie erst. Alles klar. Ich steig mal ab hier und lass Lady Lily mal hier stehen. Die hat ja sowieso keine Lust, mit uns hier mitzukommen heute. Und dann schauen wir mal, was für Pony wir wollen. Was für Rassen es hier gibt. Interessant. Was ist das denn hier? Erzähl mal. Also, das ist ein Jorvikisches Startpony, okay? Jorvikisches... Das klingt... Oh nein, ich bin nicht fertig. Jetzt könnte ich mir das leisten. Scheiße gelaufen. Achso, das ist auch ein Star-Pony. Was bist du hier? 350 Star-Coins kostet das, glaube ich. Das habe ich. Das hast du? Das habe ich. Wie, das hast du? Ich habe zwar schon 350 für meine Katze. Achso, ich dachte, jetzt das Pony schon, okay. Ja, achso, ich kann das Pony kaufen. Ich lerne es. Ich glaube, das ist alles die gleiche Rasse, nur dass die anders gefärbt sind. Die sehen halt anders sind. Aus, ja. Welches willst du haben? Ich nehme das Fleckige hier, das weiß-dunkle mit der weißen Mähne. Ich glaube, ich nehme das hier. Das gefällt mir. Ich gebe meinem zufälligen Namen. Mein Name ist Winterkomet. Yeah. Achso, du kannst einen Namen geben. Ja, cool. Barry ist cool. Wir machen... Wie heißt deins? Winterkomet. Meine heißt... Barry Bell. Nein, Barry Bee. Noch besser. Hallo, Barry Bee. Willkommen und herzlich willkommen zu deinem neuen Pferd. Cool. Achso, das wird in den Heimatstall gebracht. Mein Heimatstall ist übrigens Heimatstall hier. Mein Heimatstall ist ehrlich? Ja. Dein Heimatstall ist hier, du hast ihn schon umgestellt. Ich hab's schon umgestellt, ja, Ronja. Manche Leute, die viel Glück mit deinem neuen Pferd, ja, also. Aber alles cool, das können wir gleich einstellen und das ist deine Heimatstall auch hier. In der Videobeschreibung findet ihr übrigens einen Link, mit dem ihr 10 Tage gratis Starrider-Zeit kriegt. Richtig nice. Unbedingt anklicken. Ronja und ich haben das beide gemacht. Wir haben beide 10 Tage gratis Starrider-Zeit bekommen. Ist ultra cool. Und vor allem ist es mega cool, dass wir zusammenspielen. Das finde ich richtig nice. Weil letztes Mal habe ich Star Stable alleine gespielt. Das hat auch Spaß gemacht. Ich habe mich irgendwann mal vor Ewigkeiten mal angemeldet und es alleine gespielt. Aber zu zweit ist es cooler. Zu zweit, mit Freunden macht es einfach mehr Spaß. Also spielt es gerne mit euren Freunden. Ihr könnt ihnen übrigens auch den Link zukommen lassen einfach. Dann kriegen die nämlich auch 10 Tage gratis Starrider-Zeit. Und dann könnt ihr das Ganze zusammenspielen. Das ist mega cool. Da sind wir wieder beim Stall. Und wir können das jetzt hier, warte, ich kann mit meinem Pferd schon rein, Ronja, du musst ihn einmal anklicken. Ich muss meinen und dann, noch zum Heimatstall machen. Ganz genau. So alles sieht klar. Aus. So, alright. Ching. Die Frage ist, wo ist mein Pony?
Ist denn's nicht da? Ich weiß es nicht. Doch, da steht's! Ja! Wir haben Pony! Oh mein Gott, Leute! Mega cool. Ja, krass. Ja, voll süß. Oh, da steht sogar der Name dran. Barry Bee. Hallo, Barry Bee. Komm mit. Du bist jetzt mein neues Mainpferd. Naja, wir wollen wenigstens Rennen mit dir mal reiten, okay? Wenigstens, damit du die Pony Championship oder wie auch immer. Oh, das hat noch nicht mal einen der Sattel. Der genaue Name war. Ja, richtig. Cool, wir haben unser erstes Pony. Bist du schon drin im Stall? Ich bin im Stall. Ich hole gerade mein Pony ab. Perfekt, okay. Ich habe meins sogar schon ausgerüstet. Kann gleich losgehen. Hier kann ich doch eigentlich die Tür aufmachen, genauso. Und wir können hier nämlich, Leute, unser Make-up ändern. Ja, wir können gucken, wie wir aussehen wollen. Ganz normal oder mit Schminke. Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Schminke gefällt es mir sogar ein bisschen besser. Ich glaube, ich lasse es einfach so. Und die Haare? Ah, das sind meine beiden Hairstyles. Das sieht voll süß aus irgendwie. Aber das sieht mit dem Hut nicht so cool aus. Ich mache, glaube ich, wieder die andere Frisur und setze mir meinen Hut auf. Und nachher ändern wir unseren Style nochmal. Okay. So, lass ich mal gucken. Das passt nämlich so viel besser zusammen mit dem Cowboy-Hut hier. So, zack. Sieht cool aus. Und bist du fertig? Ich komme raus. Ich bin quasi fertig. Ich kann mein Pferd rumschieben. Oh, man kann das hier drinnen waschen. Lilly, hast du's mal gesehen? Ich bin später wieder da. Man kann es waschen. Ja. Ach so? Oh, weißt du, was ich an Winterkomet besonders mag? Nein. Er liebt mich. Oh. Grünes Smiley. Warte, ich will wissen, wie man sein Pferd wäscht. Nette Überraschung. Und du kannst da drinnen, ist so eine kleine Dusche. Ach so? Okay, ich komm rein. Wir gucken mal. Ach, hier kann man das. Ja, cool, alles klar. Du musst von deinem Pferd absteigen. Okay, ich steig ab. Ja, steig ab. Sonst wirst du halt auch mit nass, ne? Und jetzt kann ich hier das Waschding. Ach, cool. Kann ich halt wirklich. So, wäsche. Ja, als ob ich dich anlüge jetzt hier. Ich weiß nicht. Ach, jetzt? Oh mein Gott. Alles klar. Ich kann es richtig einseifen, ja? Und Bürsten, so. Und was kommt jetzt? Wahrscheinlich die Fellpflege. Genau, alles klar. Ja, cool. Kann ich. Barry Bee, du bist sauber, würde ich sagen. Du bist sauber. Dann legen wir los und mein Pferd liebt mich. Es ist glücklich mit mir. Siehst du? Besser als du, Lady Lily. Barry Bee hat mich wenigstens lieb. Besser als du. Nur damit du es weißt. Deswegen lasse ich dich jetzt hier im Stall stehen. Oh nein. Nein, ich hole es später wieder raus. Wir müssen aber ein Ponyrennen machen. Bist du da? Okay, ich bin da. Ich stehe voll. Perfekt. Ich habe hier auch, wie du siehst, noch ein anderes Haustier. Ich habe nämlich noch einen Hund. Nein, du hast jetzt einen Hund in deine Tasche gequetscht. Hund in meine Tasche gequetscht. Ey, du bist unmöglich. Okay, komm, wir reiten los. Du bist ja nur neidisch, weil du eine blöde Möwe nur hast. Ich quetsch wenigstens keine Hunde in Satteltaschen. Ich meine, gut, wenn es ein Chihuahua ist, könnte ich es noch verstehen. Na gut, wir reiten mal los. Sieht eher aus wie so ein Yorkshire Terrier. Ich bin hinter dir her. So ein deutscher Schäferhund, den du da reingequetscht hast. Deutsche Dogge. Jetzt sind wir da mit Barry Bee und wie heißt dein Pferd nochmal? Winterkomet. Winterkomet, ganz genau. So, wo geht jetzt das Rennen los hier? Mal gucken. Wir müssen dann nochmal auf die Tafel drücken, oder? Sonst die Strecke und Hindernisse werden extra für die Ponys angedingst. Ja, das ist gut. Das Pony-Championat. Warte mal, was? Oh, das ist so doof. Das ist so, das steht genau daneben die Tafel. Du kannst Montag um 17.30 Uhr, Mittwoch um 17.30 Uhr und 18.30 Uhr, Donnerstag um 18.30 Uhr. Ja, es ist, warte mal, ist heute Samstag zufällig 10.30 Uhr? Heute ist Donnerstag. Okay, aber kein Problem. Nur 8 Stunden 30 warten, dann geht's los. Es ist überhaupt nicht schlimm. Wir können nämlich doch einfach am Samstag das Ganze spielen um 18.30 Uhr. Vielleicht sind da nämlich, das Video kommt nämlich Samstag online, vielleicht sind da nämlich ein paar Zuschauer da und sehen dann Lina Discoman und Ronja Greyback hier rumreiten auf ihren Ponys. Das sind wir. Also kommt gerne am Samstag hier um 18.30 Uhr mal online und spielt das Ganze. Dann sehen wir uns da vielleicht, nicht wahr? Ja, ja, auf jeden Fall. Dann ja, cool. Könnt ihr live beobachten, ja, wie ich easy outrace. Ja, wahrscheinlich. So, jetzt komm, Ronja, wir können mit unseren Ponys trotzdem ein bisschen rumlaufen. Vielleicht können wir ja ein anderes Rennen machen, weißt du? Vielleicht gibt es noch so ein anderes Rennen mit Ponys. Oh ja, bestimmt. Irgendwo ein Pferderennen oder sowas. Am Anfang gibt es auf jeden Fall eine Rennstrecke, die wir machen können. Da gibt es auf jeden Fall diese Teststrecke. Aber hier ist jemand. Ansonsten, wie ist das? Kannst du die ansprechen? Sindra heißt sie. Nicht Sandra, sondern Sindra. Sindra, warte. Ah, so, okay. Hallo, du bist sicher einer der Neuankömmliche im Moorlandstall. Ich komme schon seit Jahren hierher. Wenn du also Fragen über die Gegend hast, dann frag mich einfach. Ich heiße übrigens Sindra, schön dich kennenzulernen. Okay, ja, cool. Reite mit Sindra nach Fort Pinter. Sindra möchte nach Fort Pinter laufen. Achso, da kommen wir doch gerade her, Sindra. Wir sind nicht neu hier, wir kennen uns doch schon aus. Okay, alles klar. Sindra will mit uns da trotzdem hinreiten.
Du hast keine Wahl. Ja. Sie ist auf dem Weg in das exotische Fort hinter und sie will dahin. Hast du schon von diesem Ort gehört? Ja, wir kommen daher, sind wir, aber das ist ihr egal. Wahrscheinlich. So, ich glaube, ich bin jetzt fertig mit ihr. Ich nehme dich mit, spring auf. Nein, warte, die kann mitreiten? Ich hab sie auch mitgenommen. Ach, cool. Ja, jetzt sitzt sie bei mir hinten drauf. Nächster Halt Fort Pinter. Sitzt sie bei dir auch hinten drauf? Ja, aber ich sehe sie nicht bei dir doppelt. Ich kann sie einfach mitnehmen. Ja, das ist ja nicht weit. Das können wir ja hier schnell machen. Ja, sie mal kurz mitnehmen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Easy Disco Man, aber in Fort Pinter soll es auch eine Disco geben. Warte, nein, wirklich? Doch, doch. Stimmt, ich heiße Disco Man. Das Outfit passt überhaupt nicht dazu, was ich anhabe. Nee, siehst du aus wie so ein, keine Ahnung. Wie ein Cowboy Man eher so, ne? Warte mal, ich hab sie verloren, Ronja, wo ist sie? Sie ist am Anfang, steht sie hier rum. Ach da, ich hab sie abgeworfen, sie ist abgesprungen mit dem Reiten. Du reitest vielleicht einfach ein bisschen zu unsicher für sie. Wahrscheinlich. Hat mein Waterloo will jetzt mit mir reden. Wow, sofort stehen bleiben. Wieso, was wollen sie denn? Was ist denn los? Ich fürchte, ich muss euch bitten, abzusteigen und mich zu begleiten. Okay. Wegen unseres Regelverstoßes. Wieso, was haben wir denn gemacht? Du hast gegen den Paragraph 46b des Kodex des Reitverhaltens von Fort Pinter verstoßen. Was heißt denn das? Verzeihung. Das Gesetz nicht zu kennen ist keine Entschuldigung. Dann wollen wir mal sehen, das macht 7000 Schillinge für das Zwei-Personen-Reiten an einer Ein-Personen-Reitzone und 3500 Schillinge für überhöhte Geschwindigkeit. So viele Schillinge habe ich nicht. Olina, das ist alles meine Schuld. Du bist doch nur hierher geritten, um mir zu helfen. Ich werde die Strafe zahlen. Ja, das ist auch gut so. Das macht weitere 15.000 Schillinge Strafe für den Versuch, Strafzahlung ohne Autorisierung abzutreten. Jetzt reicht's aber. Oh je, ich werde tun, was ich kann, aber kein Aber. 4.000 Schillinge für das Sagen von Aber. Oh mein Gott, Alter, was stimmt denn mit ihm nicht? Der ist nicht gut drauf. Ich sag jetzt, Alter, leg dich nicht mit mir an. Ich merke es gleich, wenn ich es mit echten Unruhestiftern zu tun habe. Du wirst dich sofort vom Tourismusminister vorstellen. Er weiß, wie man mit Störenfrieden umgeht. Ich glaube, wir kommen jetzt ins Gefängnis. Das war's dann. Das war's mit Star Stable heute, Leute. Ronja und ich dachten, wir können ein schönes Sommerabenteuer hier erleben. Aber jetzt werden wir ins Gefängnis gesteckt und das war's. So. Wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, hinten beim Tourismusmann hier, der dich auch übernachten lässt. Übernachten? Warte, hat er gerade eine Katze miaut in-game? Möglicherweise in meinem... Ah, der gefürchtete Tourismusminister. Ist das der hier? James? Der sieht so nett aus. Okay. Der Tourismusminister, er steht vor dir. Ich bin James Cloudmill. Ja, der sieht doch ganz nett aus, oder? Also, was bringt dich hierher? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Der ist nicht mal ein Mann. Reite mit Sindra zu Ferdinands Pferdemarkt, wo James Leihpferde auf der Koppel stehen. Die Gesetzesbrecher hier haben gegen zahlreiche Regeln und Gesetze von Fort Pinter verstoßen. Ach, ist das so, ja? Das ist auch einfach eine Lüge gegen zahlreiche Regeln und Gesetze. Ich meine, was? Bist du nicht etwas zu jung, um Minister für irgendwas zu sein? James wurde von unserem geliebten Bürgermeister Peanut zum Minister ernannt. Du möchtest die Entscheidung des Bürgermeisters nicht in Frage stellen, oder? Natürlich nicht. Kumpel, ich hab das im Griff. Geh jetzt und sieh nach der Disco oder so. Ja, da wollen wir auch noch hin, Leute. Es tut mir leid, Minister, natürlich. Also, lasst mich raten. Unser Hauptmann Waterloo hat dich irgendeiner albernen Straftat beschuldigt. Ja, ja, James, absolut, das ist passiert. Also wir stecken nicht in Schwierigkeiten, oder? Falsch, ihr steckt tiefer drin, als ihr ahnt. Oh, warte, gib Lina nicht die Schuld. Ich zahle die Strafe. Nach dem, was der Wachmann sagte, schulde ich dir 29.500 Schillinge. Einfach so mal 30.000 Euro. Ist so. Naja, also sagen wir glatte 50.000, um aufzurunden. Alles klar. Also ich will jetzt nicht sagen, aber Fort Pinter, das sind alles Abzieher. Aber mega, oder? Was ist denn da los mit denen? Okay, alternativ können wir uns jetzt wahrscheinlich auch um die Pferde kümmern oder so, sagt er. Dann kosten das und das keine 50.000 Euro. 50.000, bisschen Pferde kümmern, gut bezahlt. Ein Glück, oder? Holt einfach die Pferde und falls Ferdinand oder Eddie irgendwas sagen, sagt ihnen, James hat euch geschickt. Verstanden? Pferde abholen, ja, für diesen Job wurde ich geboren. Ja, sehe ich genauso, alles klar. Ja, ich bringe doch die Pferde schon. Lass mich jetzt in Ruhe, James, ja? Danke. James, okay. Lass mich. Ist das jetzt wieder eine Straftat? Ich kann sie nicht absteigen lassen. Sina, ich auch nicht. Sie reitet bei mir mit. Ja. Ich bezahle gleich nochmal extra 70.000, so wie es aussieht. Wahrscheinlich. Wegen doppeltem Verstoß gegen das Gleiche oder sowas. Ja, mit Verwarnung auch noch. Strafe wird exponentiell gesteigert um das Hundertfache. Oh, Ronja, du bist aber schnell unterwegs hier. Oh mein Gott. Ich bin am Galoppieren. Mein Pony ist hier. Ah. Hier müssen wir hin, oder?
Hier zu den beiden? Ich denke. Nee, Moment mal, der zeigt mir woanders an. Da hinten muss er hin. Der will gar nicht hier hin. Okay. Nee, der will ein Stück weiter noch. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Oh mein Gott, nein! Pony, tu das nicht! Bist du gerade die Krippe runter? Ich bin die Krippe runtergelaufen. Alles klar, da hinten geht's lang. Aber Barry B ist hart im Nehmen, würde ich sagen. Nimm du lieber den normalen Weg. Ich weiß nicht, ob dein Mr. Waterloo das anders hinkriegt. Mein Mr. Waterloo? Winter Wonderland. Winterkomet. Winterkomet. Dann eben. So, hier sind die Pferde und die sollen wir jetzt einsammeln, oder was? Ach, hier ist sie jetzt. Okay. Hier soll sie... Hier muss sie jetzt. Syndra. Okay, Syndra. Wir sind richtig. Wir haben die Quest abgeschlossen. Bist du soweit, die Pferde zurück zu James zu bringen? Ja, das machen wir. Kein Thema. Es ist so nett von James, dass er sie verleiht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, James wirkt ja jetzt bis jetzt noch nicht wie der nette Kerl, aber... Nee! Halt, was macht ihr da mit den Pferden? Wieso, wer ist denn das? James hat uns geschickt. James? Okay, na gut. Geht und sorgt dafür, dass die Pferde bewegt werden. Oh, ist das nicht der Verkäufer von den Pferden? Und sagt James, dass ich nicht vergessen habe, was ich ihm schulde. Eddie wird ihm das Geld Ende der Woche bringen. Hat er auch einen Verstoß begangen, oder was? Wahrscheinlich. Niesen, ohne Hand vor den Mund zu halten oder sowas Schlimmes. Bleibe nahe den Pferden, um nach Fort Pinter zu gehen. Achso, jetzt reiten wir quasi alle zusammen zurück. Ah, wir müssen nach Fort Pinter. Zu den Pferden, damit die mit uns kommen. Ah. Also alle vier einsammeln. Cool. Vor allem, die nehmen alle eine andere Strecke. Wieso? Was weiß ich nicht. Auch noch. Are you kidding? Und zack. Yeah, weiter mit euch. Los, ihr kleinen Racker. Ab zu eurem Stall, ja? Okay. Ja, dafür bin ich nicht gemacht, für hier... Für Pferde rumtreiben. Für Pferde rumtreiben. Ich glaube, das ist nicht der zukünftige Job, den ich mal einschlagen möchte. Das ist ganz schön viel Arbeit. Ich finde auch, ja. Und irgendwie haben die alle ihren eigenen Willen. Mhm. Wie furchtbar. So, jetzt nicht weiter. Okay, wir weiter. Nur. Ich weiß es auch nicht. Jetzt bleiben die einen schon wieder stehen. Ich weiß nicht, Leute. Echt gar nicht so einfach, die Pferde rumzutreiben. Nee. Und los, Barry B, spring! Weiter mit euch, genau. Los, so Winterkomet. Beiß ihm in den Fuß. Was? Wem soll er in den Fuß beißen? Dem einen, der immer ausbricht. Damit er seine Lektion mal lernt fürs nächste Mal. Ah, Honja, sag du sowas nicht. Das spürt er ja gar nicht, der hat da ja Hufe. Wir sind am Hafen, guck mal, wir sind schon mal am Hafen. Ja, kommt schon Pferde. Also jetzt, wir müssten gleich da sein, denke ich mal. Und die Pferde, wir haben die um die halbe Map. Ich will jetzt dafür aber mindestens 10.000 XP haben, damit das klar ist. Level 15. Ja, also Level 85 will ich werden sofort, Level ja. Level 85, mindestens. Das fair. Aber wir sind am Hafen, ich glaube, wir müssen die nur zum Hafen treiben, die Pferde. Oder müssen wir die hochtreiben? Ich weiß nicht. Die noch genau. Die Treppen hoch richtig in die Stadt reintreiben. Meinst du wirklich? Ja, ich mach's gerade. Ach, du machst es gerade? Oh mein Gott. Ja, aber das ist eine dünne Strecke. Ja, woher weißt du denn das, Ronja? Also das ist jetzt, das finde ich jetzt unfair, dass du das so gut weißt. So, oh, aber danach können wir, weißt du, worauf ich mich richtig freue? Mhm. Disco-Time. Disco-Time. Ja, wir können uns ein cooles Disco-Outfit anziehen und in die Disco gehen. Du hast doch gesagt, hier ist eine. Oh ja. Ich nicht stehen bleiben, wo, nicht. Aber auf jeden Fall. Ich hab dir gesagt, du sollst nicht stehen bleiben. Ich schmeiß dich jetzt ins Wasser. Ab ins Wasser mit dir. Ins Wasser. Es reicht mir mit dir, Pferd. Alle anderen benehmen sich. Nur das eine kann sich die ganze Zeit nicht benehmen. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber nee. Ich verzichte. So, komm schon. Ach, da oben, oder? Zu dem Typen, ne? Oder wo müssen wir hin? Du bist da, du bist da. Yeah, endlich! Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die Pferde in die Stadt getrieben. Das hat jetzt hier 3,5 Stunden gedauert, aber der Fleiß zahlt sich aus. Und jetzt können wir wieder mit James reden, denke ich mal. Und er gibt uns jetzt unser Level 72. 100.000 Points und 15 neue Outfits. Ich habe 35 XP bekommen. Okay. 35? Ich glaube, wir gehen jetzt nicht James in den Knast. Ich gehe mal zur. Ich will mir jetzt mein Disco-Outfit anziehen, okay? Das hier wird mein Disco-Pony. Weißt du, man kann es auch so disco-mäßig anziehen. Das wäre richtig lustig. Okay, lass mal schauen. Ich steige mal hier kurz ab. So, komm schon. Und dann gucken wir mal, wo wir die Sachen kaufen können. Hier, Disco Fashion. Oh ja, das sieht doch gut aus. Lina Discoman sieht jetzt echt aus wie ein Discoman. Yeah. Richtig cool. Und mein Pferd nämlich auch. Ich kriege den einen Sattel irgendwie nicht ab. Aber eigentlich passt der farblich auch, weil mein Outfit passt eigentlich ziemlich gut dazu. Warte, wo bist du? Bist du hier? Ich bin hinter dir. Ronja Greyback ist in einem... rot wollte ich gerade sagen. Rot. In einem gelben Outfit. Okay, ja, ein bisschen. Du hast ja immerhin so was Rotes an deinem Hund dran.
So ein bisschen. Ja, die Satteltasche. Aber mega süß, guck mal, ich habe jetzt auch eine Schleife für mein Pferd. Oh, die Schleife am Stulpen. Die ist total süß. Ja, ich weiß, ist mega süß. So, jetzt lass mal schauen, ich würde nochmal gerne ein Rennen machen mit dir. Ja, auf wir müssen jeden Fall. Jetzt herausfinden, welches Pony das bessere ist. Das kann ich dir auch jetzt schon sagen. Die blauen Barry Stulpen machen dich schneller. Lass mal in die Moorland-Stelle, okay? Okay. Oh, ein Pferdetransporter bringt dich und dein Pferd nach Moorland-Stelle. Okay, ist ziemlich laut. Okay, aber wir sind da, glaube ich. Ja, guck mal, hier sind wir schon. Perfekt, so. Ah, und hier kannst du nämlich auch Rennen machen. Und dann machen wir jetzt nämlich doch nochmal ein kleines Pony-Rennen. So, Barry B, let's go. Einmal durch die Stadt. Und da vorne können wir, glaube ich, irgendwo anfangen. Hier ist sie doch, genau. Ah, so, Tan. Hallo, Tan. So. Schön, dich wiederzusehen, Lina. Seid ihr bereit für euer heutiges Training? Die Bobcat-Basisstrecke. Kannst du die auch machen? Die Bobcat-Basisstrecke, selbstverständlich. Okay, drück mal auf Ja, wenn ich drei sage. Oh, du hast schon angefangen. Okay. Ja. Egal, wir können die Zeit vergleichen. Okay, dann starte. Los! Barry B, lauf! Okay, ich habe ein bisschen Barry B. Pech, aber okay, ich muss nur Luft hinter dir mal durch. Ja, du hast Pech, ja? Ich habe Pech. Das ist nicht meine Schuld. Ich habe kurz erst nach dir gestartet. Ja. Aber also, du siehst ja die Zeit, wer wie viel Zeit hat. Ja. So, come on. Jetzt hier lang, glaube ich. Schnell, dreh dich. Nein, ich glaube, die Ponys können sich ganz gut drehen. Ha? Nein, das ist nicht die Kurve, das ist bitte, ja frech. Bitte, ich muss schneller sein. Ich muss schneller sein als Ronja. Okay, wir holen auf. Ich glaube, wir vermindern den Abstand. Das Barry B, du schaffst es. Der Winter Wonderland hinter uns kann gar nichts machen. Mein Pferd heißt Winterkomet. Das merke ich mir doch nie. Und nicht gegen die Laterne laufen. Barry B, pass doch auf, wo du hinläufst. Stark. Oh nein, schnell. Isis Pferd sabotiert sie. Weiter so, Winterkomet. Los, wir schaffen das und Finish. Herzlichen Glückwunsch, du hast eine neue Höchstleistung geschafft. Ja, nice. 52 Sekunden und 17 Millisekunden. Oh nee, oder? Ach Mist, Ronja. 53 Sekunden. War da etwa eine Easy schneller als du? Leute, ich würde sagen, das war unser kleines Star Stable Sommerabenteuer hier. Mhm. Mega cool, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja. Ihr könnt an der Stelle jetzt nochmal in die Videobeschreibung gucken. Da findet ihr nämlich den Link dazu, dass ihr 10 Tage Star Rider gratis bekommt. Schickt den Link unbedingt an eure Freunde und ladet euch das Spiel runter. So wie ich auch. Genau, in der Videobeschreibung findet ihr nämlich auch den Link dazu, wo ihr das Spiel downloaden könnt. Und mega cool, bei Ronja kommt ein zweiter Part des Ganzen, ja? Yes. Ganz genau, also unbedingt jetzt bei Ronja vorbeischauen. Da könnt ihr nämlich Teil 2 und vielleicht machen wir dann noch irgendwelche anderen coolen Sachen. Ein paar mehr Rennstrecken und Ronja kriegt ein kleines, eine kleine Revanche oder sowas von mir. Das war's dann mit dem heutigen Video. Ladet euch das Spiel runter und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Schaut bei Ronja vorbei und hasta la pasta!